Hallo und herzlich willkommen zu The Elder GamEngDo Nehrim. Bin der RaLe. Boah, und wir sind da wieder in der Gegend unterwegs. Wir haben ja schon 100 Sneaken. Das ist schon einmal unser großer, großer Vorteil. Ich finde es einfach cool, dass man trotzdem noch so gut sneaken kann. Weil ja das doch mit dem Level-System ja ein bisschen simpler gestaltet ist, sagen wir mal so. Und dass es aber dann trotzdem geht, dass man seine Skills so erhöht. Das heißt, man könnte jetzt dann Restoration anfangen. Also komplett AFK gehen und einfach C gedruckt lassen, glaube ich. Kann man das machen? Ja. Ich muss mir kurz anschauen, ob das geht, wenn ich einfach nur jetzt Wort. You don't have enough Magicka. Okay. Wenn ich jetzt aber C gedruckt lasse. Na, jetzt macht das dann eben nicht mehr. Schade. Wäre aber ein interessanter Punkt gewesen, das so einfach zu erhöhen. Aber wir sind in 300 EP definitiv wieder Level Up. Wir haben nur 11 Learning Points, das ist auch was Gutes. Ah, Moment, da sind wieder Fischerhütten, oder? Wegen der einen Quest, wo es geheißen hat, da ist Zeig auf eine Fischerhütte geschmissen worden. So, der Divine Scent oder sowas. Schauen wir doch mal kurz einer. Da schaut es aus, wenn eine Schmiede herin war oder sowas. Ah, na. Oje, das sieht gar nicht gut aus. Seid ihr euch sicher, dass ihr so weitermachen? Kommt schon. Jetzt schaut nicht so. Ich sehe doch ganz genau, wie ihr euch plant. Ihr könnt ja kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen, so erschöpft seid. Aber ich weiß ganz genau, was ihr dagegen tun könnt. Ganz genau. Ihr braucht jemanden, der euch das Laufen abnimmt. Ihr braucht einen Esel. Denn mit einem Esel kommt ihr viel schneller voran als zu Fuß und müsst euch selber nicht abackern. Er ist zahm und genügsam. Na komm. Not at the moment. Gut, wie ihr wollt. Aber ihr solltet wissen, dass ihr euch da... Okay. Was hast du, Frau? Da hat wohl jeder Maschke auf. Vor allem der Helm. Es wirkt irgendwie, wenn er verkehrt aufwartet, aber er hat halt vorne den Sichtschlitz. Da ist nicht so viel zu machen. Trapdoor to Spider Cave. Das hört sich gut an. Das hört sich noch am Quest an, den ich in Zukunft noch machen muss. Da ist ein Hase. So, meine Frage ist, habe ich denn jetzt treffen können oder nicht? Naja, egal. Wir gehen mal weiter zu unserem Quest. Ich weiß aber leider nicht. Ah, you found Spider Cave. Das heißt, die haben einen Höhleneingang und eine Falltür oben. Das ist ja schon einmal was. Vielleicht ist es ein wichtiges Spider Cave. Vielleicht ist es so Silk Spider, also so Seidenspinnenmäßig alles da drin. Und da können wir dann voll die super schönen Stoffe aus, die man machen kann. Na, keine Ahnung. Ich bin derzeit ja immer am Hin- und Herlaufen, weil man... Ich muss noch lernen, wie man das mit den ganzen Runensachen macht. Wow, und ich tue die schon two-shotten. Und kriege einen Pfeil zurück. Aber cool, dass da Elche schwimmen können oder generell Rehe und sowas. Das gefällt mir. So, unter Wasser kann man dann wieder nicht schleichen, aber das ist eine andere Geschichte. Irgendwo habe ich dann jetzt Gegner hinter mir. Oder um mich. Oh, und das Bergzeug da schaut gerade nicht so aus, wenn da gerade drüber kammert. So, schauen wir mal kurz auf die Map. Da sieht man natürlich nichts, außer dass sie weiter nach links gehen sollte, weil da eine Straße scheinbar existiert. Und wenn man schon gemerkt, Straßen seien in Oblivion natürlich so eine Sache. Da ist wieder Krabbe. Ich weiß nicht, ich finde Sneak Attacks einfach in Elder Scrolls immer sowas von broken und overpowered. Kim, ich schieb dir mal aus dem Wasser.
Das kannst du nicht sein, dass du darin das saufst, wahrscheinlich auch noch. Oder auch nicht. Wenn du dich so dagegen wehrst, dann... Okay, jetzt habe ich eine Mine von Duran gefunden. Man hat eh schon gemerkt, wie gut Monkey Minen sein und so weiter. Ah, dann nehmen wir noch eine kleine Stadt am Weg mit. Okay. Hast du mir jetzt zufällig kurz nicht mal gesehen? Also, ich nehme eigentlich gern so Take-All-mäßig das Ganze. Irgendwo habe ich jetzt aber nur Stimmen gehört. Oder war das der da? Ich kann uns nicht sagen. Auf alle Fälle, im Moment hat mir wieder keiner gesehen. Das ist ja schon mal was. Kann ich warten? Ja, ich kann warten. Das heißt, es sind keine Gegner in der Nähe. Das ist immer die beste Überprüfung, finde ich, in Oblivion. Wenn man einfach sagt, ja, warte mal da. In Skyrim muss man immer rasten in einem Bett. Obwohl, na. Hat man erwarten können. Nein, Enderal hat man immer in einem Bett schlafen müssen. So, da haben wir jetzt irgendeine Farmen gefunden. Wieder 20 EP. Was bist denn du? Iceclaw added. Da haben sie also mit den Iceclaws angefangen. Bei mir gibt's nichts zu. Okay. Warum sind alle unwichtigen Leute einfach unfreundlich? Ich kann mir schon denken, warum, weil dann hat man für die weniger Text einsprechen müssen, aber trotzdem. Na, Nehrim war ja sowieso so eine coole Sache, weil Oblivion ja so vielen Leuten so gut gefallen hat. Level 14 bis 24. Ich bin zwar noch nicht so hoch, aber. Schauen wir mal, wahrscheinlich war von da an noch an der schwarze Wolf oder sowas, den wir das letzte Mal ja gehabt haben. Als Gegner. Weil ich will jetzt auch nicht dahin grinden anfangen mit ganz vielen Sachen, die man ja in Oblivion tun kann. Eigentlich immer, so wie ganz viele Mobs töten, anderes Zeug hochskillen und so weiter und so fort. Aber ja, was ich zum Beispiel machen könnte, ist versuchen, meine Speechcraft höher zu bringen. Weil ich dann natürlich schneller und besser Gold machen kann, weil ich dann... Oh! Hallo, junger Braunbär, wie viel mache ich dir denn Schaden? Nicht so viel, wie ich gerade sehe. Oh, und hallo, junge Ratten. Weil jetzt essen wir alle zusammen das Fleisch? Ich schätze mal. Vor allem, du bist schnell. Du bist wirklich schnell. Warum bin ich rückwärts schneller wie du, aber vorwärts nicht? Okay. Hier wird die Achievement Agony. Das ist irgendwie uncool, muss ich mal ganz ehrlich sagen von dir, Game. Vor allem jetzt bin ich irgendwo wieder. Vor allem der Autosave hilft nichts. Aber das sind auch meine einzigen beiden Quests, die ich gerade machen kann. Boah, wie weit... jetzt bin ich so weit hinten. Okay. Why, Game? Why? Why, why, why? Das ist eins der wenigen Sachen, die ich in Spielen elendiglich hasse. Und das ist Sachen wieder spielen müssen.
Warum liegt da Brot im Wasser? Irgendwie der, was da gerade nur davor gestanden ist, ist jetzt gerade irgendwie ins Wasser gesprungen und hat angefangen, alles wegzuschlachten. Ich habe ja kein Problem damit, aber... Naja. Ist halt doch so eine Sache. So, wegen dem und seinem Esel lasse ich mich jetzt nicht mehr anquatschen. Jetzt gehen nämlich anders in die Stadt rein. Und wenn er jetzt hergelaufen kommt und mir einen Esel anmachen und dran will... Okay, na, der steht wirklich da hinten. Jetzt müssen wir da nochmal schnell die Spider Cave finden und die Schatten mal auf die Map. Gibt es da einen anderen Weg vielleicht in die Stadt? Naja, ich kann halt da herlaufen und probieren, ob ich da einer komme. Machen wir das, weil ich glaube, dann bleibe ich weiter in dem Low-Level-Gebiet, wo ich gerade bin, drinnen. Und kann sozusagen so einfach ein bisschen besser leveln. Das heißt, ich probiere das derzeit so rechts auf meinem Rand zu halten. Die fahrenden Händler zu eurer... Ja, was hast du denn für mich? Oh, Bärenpelze und Topaz. Ich gehe da mal ganz rüber. Ich hab dir gerade nichts, das ich verkaufen kann. Jawohl, ein Prey Chant. Na, wart. Ja, na, mit dir tue ich nicht handeln. Na, cancel. Return, cancel. Und da gehen wir raus. Ich will immer auf Escape alles beenden, weil jedes andere Game hat es auf Escape gehabt, statt auf Tab. Und ich glaube, Enderall hat selber auch auf Escape gehabt. Oh. Hallo, Rotting Zombie. Es ist eigentlich ein vielversprechender Start. Besser wie ein Bär. Auf alle Fälle. Ja, Kim. Lauf du einmal. Ich tue den einmal töten werden. 40 GP. Ist jetzt aber gar nicht so schlecht. Und eigentlich müsste er schon wieder sneaken. Aber hey, irgendwer weiß, dass ich da bin. Ah, na wohl. Die da hinter mir wissen, dass ich da bin. Aber wo war Quicksave und Quickload nochmal? Obwohl, jetzt mache ich das. Safe. Was, er hat mir da wuschen, aber sagt mir nichts. Okay. Das heißt, ich kann Leuten einfach Geld klauen, aber es passiert mir nichts. Interessant. Das muss ich öfter machen, ich brauche mehr Kohle. Weil man da ja mit Kohle levelt, ist es so viel effizienter. Oh. Marksman Skill increased. Du hast den gerade mit Armhit niedergeficht? Also wie gesagt, ich sag da gern wieder, ich nehme alles. Haltet ein! Ihr habt euch eines Was? Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe ja jetzt gerade alles ausgezahlt. Ach, ich sollte einfach weniger mit Waffen reden. Nehmen wir von dir auch noch alles. Eine Kiste. 5 Gold, immerhin. Ist noch was? Da ist noch ein Small Crate.
Health Potion und Crumbled Paper, was jetzt versehentlich wieder genommen habe. Verdammt. So, Moment, jetzt haben wir da mal Save. New Save. Hallo, Mercenary. Du hörst natürlich nichts. Ja, warte, mit dir kann ich sicher so lange reden. Ah, schade. Die fahrenden Händler zu eurer. Beide sagst du fahrender Händler. Vor allem die heißen Traveling Dealer. Dealer ist ein bisschen die falsche Übersetzung für einen Händler. Aber was soll man machen? Da vorne haben wir was. Haltet ein! Ihr habt euch eines Verbrechens. Hä? Abschaum! Moment. Du bist gerade nervig. Deswegen machen wir das. Du kannst mir nämlich gerade. Denn ich wollte da gerade auf den Wolf zielen. Das, was irgendwie nicht so gut geht auf die Distanz. Jetzt schau mal, was du dabei hast. Das waren natürlich schon gute Sachen. Aber ich habe ihn mit einem Killbefehl gekillt, deswegen wird da nichts genommen. Ich habe nämlich gerade gedacht, so, was soll das? Warum redest du mich an? Hat der das gesehen, wie den angeschaut hat? Oder war das dann eben erst in Skyrim, wo Anschauung nie ein Problem war, sondern nur immer das Mitnehmen selber? Wow, den hat es aber hintergeschmissen. Ja, bitte, nimm alles. Hat er es alles noch mit der Maus gewesen? So, jetzt schauen wir da auf. Jetzt ist es ja genau vor uns. Aber doch noch weit weg. Ja. Kann er da noch in der Tyrion Abbey in Fold Valley noch Blumen schauen? Aber will ich eigentlich nicht. Ich will wirklich weiterkämmen im Game. You find nothing of use. Schade. Ah ja, und natürlich regnet es in einer Tour. Das fällt mir erst jetzt auf, weil ich so irgendwas immer ignoriere. Ich bin nämlich perfekt da drin, Töne, die man immer und immer wieder hört. Ach, das ist wieder so ein verdammter Bär. Töne, die man permanent hört oder einfach immer wieder hört, sowas wie Regen oder. Na, Sirenen gerade nicht, weil die ändern sich, aber einfach so ein Rauschen im Hintergrund oder sowas. Ich bin perfekt drin, das komplett auszublenden. Weil ich habe nämlich einen Tinnitus. Also ein generelles Fiepen im Ohr oder Piepsen im Ohr. Was relativ hoch ist, hätte es nicht allzu laut ist, aber doch nicht unhörbar, sagen wir mal so. Und ich höre es wirklich den ganzen Tag. Und da safen wir jetzt nochmal. Weil du da vorne schaust mir einfach zu sehr nach einem Dieb aus. Okay, das heißt, von dem bin ich nur weggekommen, weil ich schneller war wieder. Beziehungsweise ich habe den einen hinten nur gescheit Schaden gemacht, weil wegen Sneak Damage. Obwohl, das heißt, der sollte mit 15 Schuss tot sein. Und wenn ich rückwärts schleiche, vielleicht geht es sich so aus. Ha! Und wir haben ein Level abgekriegt. Okay, den haben wir aber wirklich getötet. Da haben wir Blunt, Battle Mage und meine Iron Arrows. Aber warum kriege ich von dir keine Rüstung? Ich mag die Rüstung haben.
Ja, und ich habe genug Experience Points, um mein Level zu erhöhen. Das ist schon mal ganz gut. Das machen wir gleich. Und dann sind wir auf die 20 Minuten. Und das ist halt wirklich der Punkt, wo ich cutten muss. Denn ich muss jetzt nur rendern, anfangen hochzuladen und auf die Uni kommen. Das sind so die beiden Punkte, die ich noch gerne hätte. Ich dachte aber gerne noch von einem zweiten Typ, dass er Zeit looten, weil... Ja. Das Ding war jetzt doch was wert. Das Schwert. Vielleicht hat er ja nur ein paar Sachen dabei. Aber ja, jetzt haben wir wieder Plant Battle Mage. Machen wir ein neues Level zum Abschluss. Zum Abschluss von dem ganzen guten Craft Status. Na, Level Up Achieved. Und da jetzt Endurance. Ganz wichtig Agility und Stärke. Das sind so die drei Dinger. Endurance ist eben jetzt hochgegangen, weil wir unseren Sneak Skill hochgeholt haben. Und Agility ist erst recht hochgegangen, weil wir unseren Sneak Skill hochgeholt haben. So, du hast es geschafft. Da sage ich safe. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder von den Kameraden. Ciao, ciao.